und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute spiele ich als Obdachloser in Brookhaven und wir schauen heute mal, ob uns die Bewohner hier helfen wollen oder ob die uns einfach auf der Straße sitzen lassen und uns ignorieren. By the way, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr und dann würde ich sagen, let's go! Oh mein Gott, es ist kalt heute. Ich muss noch irgendwo einen Schlafplatz finden. Vielleicht hier unter der Brücke, dann bin ich wenigstens geschützt vor Regen. Ich glaube, heute Nacht soll es regnen. Okay, dann kann ich hier meinen Schlafsack ausbreiten. Und dann schätze ich mal, habe ich hier eine weitere Nacht. Oh mein Gott, es ist mir da langsam wieder kalt. Im Sommer ging es noch, aber so langsam kommt der ganze Frost. Und es ist auch so windig. Okay, vielleicht ist es unter der Brücke auch nicht gut. Hier ist es super windig. Vielleicht unter der Straße hier? Vielleicht ist das hier besser. Aber es ist so dunkel. Oh, das ist irgendwie voll gruselig. Naja, gut, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Okay, dann schätze ich mal, versuche ich mein Bestes zu schlafen. Puh. Okay. Weiterer Morgen. Ich glaube, ich muss irgendwo auf jeden Fall Geld organisieren heute. Vielleicht gehe ich zum Flughafen. Vielleicht kann ich mich da davor setzen und finde irgendjemanden, der bereit ist, mir zu helfen. Vielleicht brauche ich eine dickere Decke, weil ich glaube, so ist es langsam ein bisschen schwierig. Okay, der Flughafen ist, ich glaube, der ist ja direkt unter mir, oder? Nee, das ist die Autofabrik. Gott, vielleicht sind da aber Leute. Okay, das ist gar keine schlechte Idee. Ich meine, wenn sich Leute ein Auto leisten können, dann kann ich mich auch hier hinsetzen und hoffen, dass jemand vorbeikommt. Okay, aber es ist noch früh. Ich glaube, noch ist keiner hier. Naja, ich bin eh noch müde. Dann kann ich einen Moment warten. Oh, warte mal, da drin ist jemand. Hallo? Hallo? Hi. Sorry, dass ich dich, ansprechen muss, aber ich bin obdachlos und ich wollte fragen, ob du ein bisschen Kleingeld für mich hast? Nein. Oh wow, ist es dein Auto hier? Das, was du dir gerade gekauft hast, das Pinker, das sieht echt hübsch aus. Ja, fass es nicht an mit deinen dreckigen Händen. Entschuldigung, hatte ich nicht vor. Okay, dann viel Spaß mit deinem Auto, schätze ich mal. Such dir lieber einen Job. Ja, es ist nicht so einfach für mich, aber okay, dann Dankeschön, schätze ich mal. Okay, vielleicht ist der Autovertrieb nicht unbedingt der richtige Platz für mich. Was ist denn mit der Eisdiele? Leute, bei der Eisdiele sind nett. Da hat man doch, da kriegt man doch auch Kleingeld zurück. Vielleicht können die mir ein bisschen was geben. Oder vielleicht, keine Ahnung, sind die Leute da netter als die, die sich hier Luxusautos kaufen und denken, sie sind was Besseres als alle anderen. Ich meine, es ist okay, schätze ich mal. Okay, hier ist der Eiscreme-Laden. Dann setze ich mich mal hier vor. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Oh, warte, hier sind Leute. Hi, habt ihr Geld für mich? Könnt ihr mir helfen? Nein, okay, sie geht einfach weg. Okay, so viel zum Erfolg bei der Eisdiele. Ist noch irgendjemand da? Ich meine, oh, da kommt ein Auto. Oh, die geben mir Essen. Das ist lieb. Dankeschön. Okay. Meint ihr, der aus dem Auto kann mir helfen? Oh, warte, hier sind ganz viele Sportwagen. Vielleicht ist hier irgendjemand. Hallo? Hi. Hast du ein bisschen Kleingeld für mich? Wie armselig. Ich bin nur obdachlos, ich habe kein Zuhause und ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld. Ich habe genug Geld. Oh, würdest du mir ein bisschen was geben? Ich brauche nicht viel. Aber nicht für Leute wie dich. Oh, okay, verstehe. Du musst ja nicht so gemein sein. Dann bleibe ich hier sitzen und hoffe, dass jemand anderes kommt. Schau dich doch mal an. Ja, ich weiß, aber ich habe halt leider kein Geld für Klamotten oder für andere Sachen im Moment. Such dir doch einen Job. Ist ja nicht so schwer, nur weil du faul bist. Ich bin nicht faul, wirklich nicht. Aber okay, du musst mir natürlich nichts geben, wenn du nicht möchtest. Dann mach's gut, hab noch einen schönen Tag trotzdem. Ugh. Okay, manche Leute sind einfach, schätze ich mal, nicht so unbedingt hilfsbereit. Aber die anderen haben mir hier vorhin Essen gegeben. Das ist lieb, dann habe ich wenigstens ein bisschen was für die Nacht. Oh, ich muss mich auch langsam wieder nach einem Unterschlupf umgucken. Es wird schon wieder dunkel. Naja, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauern, bis tatsächlich Nacht. Es ist ja Winter langsam, da werden die Tage nicht mehr so lang. Da hinten ist nochmal jemand. Hi? Hi, Entschuldigung. Hast du ein bisschen Kleingeld für mich? Hey, ich habe gerade leider nichts dabei, tut mir leid. Oh, okay, verstehe. Dann danke trotzdem. Geht's dir denn gut? Nicht wirklich. Ich habe nicht wirklich Essen oder einen Platz zum Schlafen im Moment. Was machst du hier? Ich bin obdachlos. Ich habe leider kein Geld. Deswegen lebe ich im Moment auf der Straße. Oh nein, machst du dir denn keine Sorgen wegen heute Abend? Hä? Heute Abend? Was ist denn heute Abend? Das große Gewitter. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja keinen Fernseher, bei mir. Zu Hause. Okay, es soll gewittern. Das ist natürlich, dann sollte ich mich wohl langsam mal umgucken nach einem Schlafplatz. Oh je, okay. Dann Dankeschön, aber
Sag mal, wenn du willst, meine Eltern sind gerade eh nicht zu Hause. Willst du vielleicht bei mir bleiben ein paar Tage? Oh mein Gott, das wäre super lieb. Wäre das okay? Oh mein Gott, du würdest... Ohne Mist, das wäre fantastisch. Ich wäre dir so dankbar. Ja, das wär toll. Klar, komm mit. Oh mein Gott, wirklich? Boah, danke schön, das ist super lieb von dir. Oh mein Gott, dass es noch nette Menschen gibt auf der Welt. Ganz ehrlich, Leute wie dich sollte es mehr geben. Wow, das hier ist dein Haus? Oh mein Gott, dein Haus ist riesig. Ja, klar doch. Okay. Wow, oh mein Gott, das ist das Wohnzimmer? Das ist ja riesig. Und deine Küche? Genau, fühl dich ganz wie zu Hause. Oh mein Gott, was ist hier hinten? Oh, das ist eine extra Garage. Die Garage ist so groß wie ein ganzes Haus. Okay, wo soll ich denn schlafen? Wo störe ich dich am wenigsten? Ich will auf keinen Fall irgendwie zur Last fallen. Ich kann auch in der Garage schlafen. Ich habe ja meine Matratze mit. Komm mit, ich zeig's dir. Du störst nicht. Ich bin froh, eine neue Freundin zu haben. Okay, das ist super lieb von dir. Oh mein Gott, ich habe noch nie bei einer Freundin übernachtet. Das ist so aufregend. Okay, warte. Schlafe ich bei dir im Zimmer? Wirklich? Ist es wie eine Übernachtungsparty? Oh mein Gott. Ja, das rechte Bett gehört dir. Oh mein Gott, vielen Dank. Okay, so, dann packe ich mal meinen Schlafsack weg, weil den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich schlafe in einem richtigen Bett. Oh mein Gott. Okay. Wollen wir dann bald schlafen gehen? Ich glaube, es ist schon ziemlich spät und ich bin echt müde und kaputt vom ganzen... Keine Ahnung, draußen schläft man nicht so gut. Klar, gute Nacht, Ronja. Gute Nacht. Hey, guten Morgen, Ronja. Es ist schon spät. Entschuldigung, habe ich den ganzen Tag geschlafen? Boah, dein Bett ist so gemütlich, Millie. Hast du Hunger? Oh mein Gott, klar habe ich Hunger. Du weißt gar nicht, wie mein Bauch knurrt die ganze Nacht schon. Na dann los, wir holen uns was aus der Küche. Okay, gute Idee. Warte, ich weiß nicht genau, wo es zur Küche geht. Ich muss dir hinterher. Was auch immer du willst. Boah, ich weiß gar nicht, worauf ich Appetit habe. Oh, ihr habt Waffeln? Oh mein Gott, und ihr habt Pizza? Und ihr habt Schokolade? Darf ich eine Waffel haben? Was mir gehört, gehört auch dir. Oh, danke schön, Millie. Das ist so lieb von dir. Warte, ich setze mich hier hin, okay? Warum bist du denn eigentlich obdachlos? Meine Eltern sind beide bei einem Unfall gestorben. Da war ich 5. Und seitdem habe ich nicht mehr wirklich irgendwie ein Zuhause. Und deswegen habe ich angefangen, bei meinem Onkel zu wohnen. Aber der wurde dann, keine Ahnung, der wollte dann auswandern. Und dann bin ich irgendwie auf die Straße gekommen. Und seitdem lebe ich da. Und deswegen habe ich nicht wirklich Schulbildung. Oh, das tut mir leid. Ja, nee, aber deswegen ist es auch schwierig, einen Job zu finden. Und keine Ahnung, ich komme mittlerweile ganz gut klar alleine, schätze ich mal. Aber es ist halt trotzdem nicht so einfach für mich. Du kannst gerne noch ein paar Tage hier bei mir bleiben. Oh, wow, das wär super lieb von dir. Klar, gerne. Also, wenn ich dir noch keine Umstände mache. Meine Eltern sind eh gerade auf Urlaub. Ich mache meinen Kühlschrank zu. Gerne, das wie gesagt, du, ohne Mist. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das wieder, keine Ahnung... Heimzahlen klingt böse, wie ich das wieder gut machen soll. Ich will dir gerne ein bisschen helfen. Hast du Lust, ein paar Klamotten shoppen zu gehen? Klar, hätte ich super viel, aber ich habe leider kein Geld, deswegen kann ich mir keine neuen Klamotten kaufen. Kein Problem, das geht auf mich. Ist es denn ernst, Millie? Also, du musst echt nicht, aber das ist super lieb von dir. Oh mein Gott, hier gibt es so viele Sachen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich will. Vielleicht das hier? Okay, das sieht cool aus. Was für Hosen? Ich meine, die sind schick, aber... So, such dir einfach was aus. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen will. Es gibt so viel. Was ist mit dem Oberteil? Oder mit dem hier? Oder mit dem hier? Oh, das ist schön. Das ist Regenbogenfarben. Oh, das hier. Das finde ich süß. Ich liebe es. Aber das musst du echt nicht bezahlen. Keine Ahnung. Ich versuche irgendwie Geld aufzutreiben und dann kann ich mir die Klamotten selber kaufen. Ich will nicht, dass du... Doch, keine Sorge. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Lebensmittel aus dem Supermarkt. Oh mein Gott, wirklich? Oh mein Gott, ich glaube, ich war tatsächlich... Du glaubst jetzt, ich lüge, aber ich war in meinem Leben noch nie in einem Supermarkt. Von daher... Super aufgeregt. Wo ist der denn? Das ist ein ganzer Laden voller Essen. Millie, guck dir das mal an. Hier gibt es ganze Doritos. Ich kenne immer nur die... Keine Ahnung, ich gehe manchmal hinten bei dem Restaurant. Die schmeißen die weg. Oder hinterm Kino in den Mülldingern. Ich kann echt nicht glauben, dass du noch nie in einem Supermarkt warst. Ja, aber guck mal, hier gibt es ganze Doritos. Und... Oh, warte. Ich möchte einen Einkaufswagen, okay? Okay. Dann möchte ich auf jeden Fall Doritos. Weil, wie gesagt, die esse ich immer nur hinterm Kino. Und da sind die dann meistens schon, keine Ahnung, halb leer oder sowas. Es gibt Schokoladeneis. Es gibt Schokoladenvanilleeis. Ich glaube es nicht. Nimm was auch immer du willst.
Okay, dann nehme ich auf jeden Fall noch eine Pizza. Oh, und eine Dose Cola. Absolut. Okay, eine Dose Cola und Burger, Sandwiches. Ich will auf jeden Fall noch ein Sandwich. Dann nehme ich mir noch ein Sandwich und ein bisschen Milch vielleicht für Müsli, Cornflakes. Okay, das war alles. Dann, ich glaube, das reicht mir auch. Der Supermarkt gehört meinen Eltern, also müssen wir nicht bezahlen. Oh mein Gott. Du meinst, du kannst hier immer hingehen und kannst dir holen, was auch immer du möchtest an Essen? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, du lebst den Traum. Oh mein Gott, Millie, nochmal Dankeschön für alles, für das ganze Essen und für die neuen Klamotten. Ich liebe mein neues Outfit. Es fühlt sich so gut an. Was machst du normalerweise, wenn deine Eltern nicht da sind? Kein Problem. Aber eine Sache sollten wir noch machen. Klar, was möchtest du machen? Soll ich dein Haus putzen? Nein, haha. Wir suchen einen Job, Dummerchen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich meine, wer stellt denn irgendjemanden ein, der auf der Straße wohnt? Weil, also bei den meisten Sachen musst du halt irgendeine Adresse angeben und sagen, ja, keine Ahnung, hier wohnst du, damit du dann deine Rechnung und sowas zugeschickt kriegst, beziehungsweise deine Bezahlung. Ich glaube, das geht nicht so einfach. Meinen Eltern gehört doch der Supermarkt. Wir sagen dir dort einfach einen Job. Oh, stimmt. Hey, das ist voll die gute Idee. Oh mein Gott, Dankeschön. Hey, 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 aufwachen, du Schlafmütze. Entschuldigung, habe ich zu lange geschlafen? Du kommst noch zu spät zu deinem ersten Tag im Supermarkt. Oh mein Gott, stimmt, ich habe jetzt hier einen Job. Oh mein Gott, wie aufregend. Ja, nein, ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Ich beeile mich, ich gehe so schnell ich kann. Okay, dann Dankeschön nochmal, Millie, mach's gut und wir sehen uns heute Abend. Tschüssi. Warte, ich bin befördert? Ich bin jetzt Manager vom Supermarkt? Okay, super, dann sehen wir uns Montag, Sabine. Ja, mach's gut, alles klar, dankeschön, tschüss. Oh mein Gott, wie aufregend. Okay, dann fahre ich mal wieder nach Hause. Wo ist denn mein Auto? Wo hatte ich das denn? Oh, hi. Wer bist du denn? Hi, geht's dir gut? Hey, sag mal, hast du etwas Kleingeld für mich? Ja klar, warte, ich hol kurz was aus meiner Tasche. Hier, bitteschön. Danke, ich bin nämlich obdachlos. Okay, weißt du was? Komm mal mit, ich nehme dich mit nach Hause, du kannst bei mir übernachten und dann kriegen wir das wieder hin. Was? Wirklich? Ja, na klar, ich weiß, wie es dir geht, ich war auch mal obdachlos. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven als Obdachloser. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!